Ich habe mir hier heute in der Bayernkaserne in München die Notunterkünfte in den Garagen angeschaut und ich muss sagen, es sind absolute Notunterkünfte, die erinnern an Situationen in Krisenländern der Welt und nicht an eine Unterkunft in einem reichen Land wie Bayern, in einer reichen Stadt wie München. Es ist beschämend, wie wir hier die Flüchtlinge unterbringen, wie wir hier sie aufnehmen, und verursacht hat diese Situation die Flüchtlingspolitik der bayerischen Staatsregierung, die jahrelang geleugnet hat, dass wir zunehmende Flüchtlingsbewegungen haben, die eine Abschreckungspolitik betrieben haben, und heute stehen sie vor dem Scherben ihrer eigenen Politik. Wir brauchen dringend weitere Erstaufnahmeeinrichtungen in ganz Bayern, und zwar schnell, nicht erst in einem halben Jahr, sondern ganz schnell muss hier gehandelt werden. Wir brauchen dringend auch eine Aufstockung des Personals in den Erstaufnahmen und in den Gemeinschaftsunterkünften, damit die Menschen hier nicht auch ewig lang warten müssen auf die Untersuchungen, auf die Registrierung. Also hier fehlt es an allen Ecken und Enden und wir müssen unbedingt Druck machen. Ich möchte nicht, dass wir uns schämen müssen in einem reichen Land, wie wir die Flüchtlinge hier behandeln.